Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Ich gebe eine Menge Geld aus in League of Legends. Ich habe mir gedacht, zu dem nächsten Blood Moon Event, beziehungsweise dem Blood Moon Zeugs, der jetzt rauskam. Und zwar das hier. Nein, nicht die zwei komischen Boys, sondern... Oh, warte mal, wo kann man das denn sehen? Ja, man kann es ja gar nicht sehen, nur im Shop oder was? Boah, ist ja traurig. Ja gut, hier die drei neuen Blood Moon Skins sind draußen. Master Yi, Tryndamere und Katarina. Super geile Skins, auch wenn die Champions eher so geht so sind. Und ich habe mir jetzt erstmal das hier gegönnt. 9 Blood Moon, 2020 Kapsel und eine Bonuskapsel und 40 Prestige Points. Und darin enthalten können sein ein garantierter Epic Skin Shard und zwei zusätzliche Random Skin Shards. Hat auch eine Chance, 1600 Orange Stands zu kriegen, einen Gemstone, was ziemlich geil wäre, oder einen Mythic Skin Permanent. Gemstone Mythic Skin Permanent Drop Rates sind um 1,5 mal erhöht. Und with 3 chances for each type of drop. Okay. Contains the following, bla bla bla. Und das ist hier genau das gleiche in der Bonuskapsel. Und hier nochmal die Prestigepunkte, die für mich nicht so viel wert sind. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns mal. Und ihr seht, ihr habt 9 Gemstones. Wenn ich jetzt noch einen 10. Gemstone kriege, dann hätte ich jetzt Hextech Poppy. Und allein dafür wäre es schon wert. So, ja, dann machen wir doch mal hier auf. Okay, Dragonslayer Olaf, auch einer der neueren Skins. Sehr, sehr lecker. Coin Emperor Tom Kench, auch sehr lecker. Pool Party Caitlyn ist auch ganz nett. Ich spiele aktuell sehr, sehr gerne Caitlyn. Das war eine gute Kapsel. Ich finde, das sieht auch voll geil aus, ohne Witz. Sehr, sehr schön Design. Nur leider macht es keinen schönen Effekt, wenn es aufgeht. Und das hier. I mean, diese Maske, ne? Das ist... Blood Moon Kindred confirmed. Warum? Haben sie es immer noch nicht gemacht. So, Gentleman Gnar auch sehr, sehr nice. Eternal Rek'Sai, ja, ich spiele jetzt nicht so viel Rek'Sai. Pre-Party Leona, okay. Leute, hier wird er richtig, jetzt wird es hier richtig voll, Leute. Das wird richtig voll. Ja, dann gleich mal die nächste aufmachen. Arcade Ari, sehr schön. Den mag ich tatsächlich, den Skin, den finde ich richtig cool. Hätte ich mir aber nie gekauft. Snow Day Graves. Ja, gut. Ich bin ja der Graves UTP. Man kennt ihn. Blood Knight Hikarim. 1600 Orange Sense. Ja, man muss auch ein paar Skins davon. Man muss die ja auch irgendwie sich freischalten können, ne? So, nächste Kapsel. 10 schöne Kapseln. Alter, das ist ein richtiges Hextech Chest Opening am Start. Pretty Kitty Ranga. Auch guter Skin. Safari Kaelin. Also, ich habe jetzt hier Sheriff Kaelin. Dann hier nochmal Safari Kaelin. Oh, jetzt wurde... Oh, wow, man löscht es einfach. Okay. Safari Kaelin und Darkstar Jarvan, auch ganz cool. Alter, ich kriege hier richtig coole Skins, ne? Ich hätte gerne Star Guardian Rakan, das wäre schon ganz cool. Aichi Kaiser? Hä? Den habe ich doch. Oder? Bewitching Tosan habe ich auch. Volcanic Wukong. Nochmal Orange Essence. Ja, habe ich. Gerade hat Google gesprochen. Sehr, sehr geil. LOL! Warte, was? Kann man das sehen? Ich sage wohl Kenny Wukong und mein Handy sucht es erstmal. What the fuck? Okay. Pre-Void Kassadin, Alter. Ich muss meine Facecam ein bisschen kleiner machen. Ekelhaft. Den habe ich auch schon, leider. Der einzige Kassadin-Skin, den ich habe. Minuteman Gangplank. What the fuck? Ja, Mecha Kingdoms Leona. Ich hätte gerne Mecha Kingdoms Draven gehabt. Also, da hätte ich mich schon sehr gefreut. Da hätte ich dann mal wieder den Draven ausgepackt. Ah, Alter, wie voll das wird. So voll war das noch nie bei mir. Das ist schon irgendwie lustig. Blade Queen Lissandra. Ja. Battle Principal Yumi. Ja. Renekton. Ja, okay. Kann man machen. Schließlich, ich weiß ja gar nicht, was ich alles rüberholen soll hier. Oh mein Gott. Der Championship Rise. Geil. Den gönne ich mir doch. Den habe ich schon. Den gönne ich mir auch. Alter, das ist ja mega.
Geil! 2 Gemstones! Alter! Jetzt bin ich. Ich bin gerade gekommen, legit. Das ist geil. Das. Alter, wie schön der aussieht. Hexic Poppy haben wir also heute auch bekommen. Oh mein Gott, also. Ja, manchmal ist Geld ausgeben auch toll. ja, dann machen wir nochmal eine auf. Stargard und Xayah habe ich auch schon. Ist aber ein sehr geiler Skin. Also, dass man den zieht, ist schon sehr nice. Funnel On habe ich auch schon. Aber damit habe ich auf jeden Fall 100% aller On-Skins. Und Scuba Diver Gregges. Ja, gut, das ist schwierig. Und die letzte hebe ich mir, glaube ich, noch auf. Wobei, nee, macht gar keinen. Ich würde mir jetzt echt gerne. Ja, wir machen glaube ich, erst. Wir machen erst so. Die letzte wunderschöne Kapsel. Omega Squad Fizz. Ja, ist okay. Pool Party Fiora. Und jetzt. Komm, jetzt kommt der richtige krönende Abschluss. Der wäre gut gewesen, wenn ich nicht den Championship Rice gezogen hätte. Okay, ich bin kein Rice-Spieler, aber. Also, die Skin-Ausbeute ist krass. Ich hatte 4 Skins vorher. Und ich habe jetzt 16, 20, 24, 28, 30 Skins gekriegt. Weil in jeder Chest ja mindestens. Also, immer 3 Skins drin waren. What the hell? Okay. Ich habe auch ein bisschen Orange Essence bekommen, aber das reicht auf keinen Fall, um mir alle Skins zu machen. Ich versuche mal einen Reroll. Ach ja, stimmt, wir können ja hier Activatable. Und alles, was nicht Activatable ist, können wir ja rerollen. Also wir können ja mal hier so einen schönen Thunderlord Orn, Super Galaxy Kindred und einen Pre-Void Cassidy reinschmeißen. Und Mecha Kingdoms Jax. Ist ein geiler Skin. Ich habe leider schon den Godstaff Jax. Leider, den Godstaff Jax. Und der ist eigentlich schon einer der coolsten Skins, wenn nicht sogar der beste für Jax. Aber den könnte ich mir natürlich auch. Der ist auch richtig geil. So, ich glaube, dann machen wir jetzt mal hier so einen richtig, richtig teuren Reroll mit diesen Skins, die ich auch schon alle habe. Ich bin so froh, dass ich Virgin Tristana habe. Der Skin ist so lecker zum Spielen. So, ein richtig teurer ADC. Komm, da kommt doch jetzt der Draven Skin, oder? Autsch. Ah. Ah, das tut weh. Pharaonasus. Okay. Dann Eternal Rexer habe ich sogar schon. Da habe ich den Champion nicht. Ich glaube, Volcanic Wukong möchte ich gar nicht haben, weil ich habe den Underworld Wukong. Und den Scuba Diver Gregus möchte ich auch nicht haben. Deswegen können wir das mal rerollen. Und wir bekommen Beast Hunter Draven. Ja. Es ist nicht der Draven Skin, den ich wollte. Ganz und gar nicht. So. Ich komme ganz ehrlich. Gut, den würde ich vielleicht. Würde ich den. Ich überlege, ob ich Disenchanten möchte. Ich überlege mal, was möchte ich denn mit den Essenzen haben? Ich glaube, ich will auf jeden Fall den Championship Rise. Das ist ja wohl ganz klar. Dann habe ich mal einen richtig guten Rise-Skin. Denn mein Ziel ist es ja für jeden Champion, einen der geileren Skins zu haben. Das sollte ich ihn mal spielen, ich auch einen coolen Skin habe. So, der Championship Rise. Coin Emperor Tom Kench finde ich auch ziemlich geil. Drangslayer Olaf ist. Oh, Pock. Den muss ich eigentlich schon fast machen. Der ist schon echt geil. Machen wir den mal. Falls ich mal Olaf spielen sollte. Ziemlich nice. Und Mecha Kingdoms Leona ist auch interessant. Was ist denn mit. A Battle Academy Lux. Der muss eigentlich sein. Ist eigentlich einer der besten Lux-Skins. Ich finde den so wunderschön. Ja, den gönnen wir uns doch. Krass. Ja, dann habe ich keine Orange Essence mehr, aber die Skins kann man hier auch mal so stehen lassen. Vielleicht wissen schade hier ein paar. Wobei ich. Also Pulpa die Kälte würde mich auch ein bisschen anfixen. Aber ich denke mal, das war's dann so ziemlich. Und dann schauen wir uns doch mal Mythic Crafting an. So, wir haben ja natürlich die. Oh, ich könnte jetzt ein Vayne-OTP-Typ werden. Soulstealer Vayne, aber. Vayne mag ich halt aktuell noch nicht so. Ich habe sie noch kaum gespielt. Beziehungsweise gar nicht eigentlich. Kommt man auch nicht. Renekton ist nicht so meins. Malzahar, ich finde den irgendwie nicht cool. Darkstar Cho'Gath ist halt schon geil. Aber dafür spielt zu wenig Cho'Gath.
Und Poppy Zone Champion, den ich schon ab und zu spiele. Ich habe mir eigentlich gesagt, sobald ich den Skin habe, müsste ich Poppy OTP werden, beziehungsweise Poppy Main, dann müsste ich jetzt Toplane spielen, aber ist im Moment gerade nicht so passend. Kriegst du ja eine Nachricht, Spam. Ja, halt dein Maul. Hexex Swain ist auch übrigens saugeil, einer von den neueren. Also es ist schwierig. Aber ich glaube, ich würde mich trotzdem für Hextech Poppy entscheiden, weil der Champ liegt am nähesten von denen, die ich spiele. Alter, Hextech Poppy. Geil. So ein schöner Skin. Ich finde den auch richtig cool. Oh mein Gott, das ist mein erster Hextech-Skin. Also mein erster Mythic-Skin permanent, der nicht Anniversary heißt. Wow. Also da hat sich dieses Capsule-Opening auf jeden Fall gelohnt. Damn, war das nice. Hä, hey, das hat sich jetzt hier sortiert, oder was? Ah ja, stimmt, ich habe jetzt Prestige Points. Ja, Sender, Zoe oder Zyra. Ich würde mich schon auf den Zyra sehen, auf der Zyra sehen, aber mal schauen. Zyra ist jetzt nicht so ein Champ, den ich absolut maine. So, was möchte ich denn jetzt von denen eigentlich alle haben? Ich möchte den haben, ich möchte den haben. Den Coin Emperor möchte ich haben. Leona, Ryze, wobei Ryze brauche ich nicht mehr. Und die drei so, also Rengar ist ganz lustig und Renekton ist auch lustig. Why Tam he's dead? Ja, aber wenn Tam Kench mal zurückkommen sollte. Also Tam Kench, der Skin ist halt trotzdem geil, ne? Und ich werde ihn auf jeden Fall nicht rebauen, der wird auf jeden Fall da liegen bleiben. Also das, wir können glaube ich noch einen letzten Rebound machen mit Sheriff Caitlyn, weil den Skin mag ich nicht. Dem Minuteman Gangplank und dem Lissandra Skin, Blade Queen Lissandra. Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Ah, ich sehe mich da auf Magic Kingdom Straven. Nee. Chosen Master Yi, was eine Scheiße, aber jetzt kann ich immerhin ein Lady. Oh, jetzt kann ich ein Star Wars Dschungelbuch Kapitel machen, wenn ich Bock habe. Ich wollte ja mal das Dschungelbuch Ding wieder erneuern, aber. Ja, naja, so. Gucken wir nochmal an die Ausbeute. Also die heutige Ausbeute ist sehr, sehr üppig ausgefallen. Diese fünf wunderschönen Skins und alle anderen, die ich noch liegen habe. Hextech Poppy sowieso insane geil. Der ist halt eher so, nee, geht so. Und die drei sind ziemlich pock. Ja, kann sie sehen lassen. Die Blattmundkapsel war mir wohl gesonnen. Jetzt machen wir natürlich erstmal das hier. Das wollte ich schon immer mal machen. Das sieht richtig schön aus. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen dieses absolut randomhafte Video. Ja, ich hoffe, ihr seid ziemlich neidisch geworden. Für alle, die nicht Tommy heißen und nicht schon alle Skins besitzen. Und ja, gebt Geld aus, gebt Riot euer Geld, denn euer Leben hat es schon. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Video oder Hextech Chest Opening. Bis zum nächsten Mal. Ich gebe viel Geld aus. Ciao.